Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem ITW-Spezial. Noch bis Sonntag sind wir hier auf der Messe für Sie da. Und als erstes möchte Ihnen meine Kollegin Ildikó Bogner zeigen, was sie in den arabischen Hallen so alles entdeckt hat. Unsere ITB-Reise führt uns in die Halle 23, wo wir Jordanien besuchen. Der Staat in Vorderasien besticht in erster Linie durch seine Vielfalt. Jordanien bietet eigentlich was für alle Reisenden, also von Erholungssuchenden, die sich am Toten Meer entspannen möchten, die tolle Luft dort genießen möchten vor Ort oder Spa-Behandlungen nutzen möchten, über Outdoor-Abenteuerlustige, die in einem Canyon, in einer Schlucht, durch die Schlucht wandern, die klettern gehen, die wandern gehen, hin zu Wüstenbegeisterten. Dann haben wir natürlich Petra, was man hier wahrscheinlich im Hintergrund sieht, die ehemalige nabatäische Handelsstadt, das Juwel von Jordanien. Also es bietet auch ganz viel für Studienreisende, für Kulturinteressierte, für geschichtlich Interessierte. Wir haben biblische Orte wie die Taufstelle Jesu, den Berg Nebo, wo Moses das Heilige Land erblickt hat. Also es gibt wirklich was für jedermann in Jordanien zu entdecken. Und dazu noch ganz tolle Kulinarik und ganz viel zu sehen. Was sind so die kulinarischen Spezialitäten des Landes? Also die Metze, die in der arabischen, in der levantischen Welt bekannt sind, sind natürlich auch in Jordanien sehr beliebt. Also davon bekommt man immer was Leckeres und findet was. Es gibt auch typisch jordanische Gerichte, zum Beispiel Mansef, das ist das Nationalgericht. Das ist mit Safran gefärbter Reis, zusammen mit meistens Lammfleisch, das in einer Art Joghurtsoße gekocht wurde. Dann gibt es ein typisch beduinisches Gericht, das nennt sich Saab. Der wird in einer Art Metallgestell, das im Sand vergraben wird, werden Gemüse und Reis und Fleisch gegart, 4 Stunden lang. Und das wird dann auf einer großen Platte serviert. Also da gibt es ganz viele Leckereien, die man probieren kann. Für welche Jahreszeit sollte man reisen und wie viel Zeit sollte man mitbringen? Also am besten reist man, Jordanien ist eigentlich ein Ganzjahresreiseziel, aber im Winter ist es manchmal recht kühl, es kann auch mal schneien und im Sommer ist es natürlich sehr heiß. Also die beste Reisezeit ist unserer Meinung nach eigentlich so April, Mai, Juni oder dann wieder September, Oktober, November. Um Jordanien wirklich in aller Fülle kennenzulernen, sind wahrscheinlich 2 Wochen ideal. Aber wenn man wirklich nicht so viel Zeit hat, reicht auch 1 Woche einfach, um die Highlights sich anzuschauen und die besondere Atmosphäre des Landes aufzusaugen. Am Stand von Jordanien kann man unter anderem seinen Namen in arabischer Schrift auf Papier zaubern lassen oder die vielen exotischen Gewürze bestaunen, die eine landestypische Küche ausmachen. Wir möchten natürlich auch wissen, wie ein typisches jordanisches Frühstück aussieht. Die Beduinen oder auch generell die Jordanier essen ganz gerne das hier, und zwar ist es Brot. Das tunkt man in Olivenöl, das wäre einmal hier. Jordanien ist auch bekannt für sein Olivenöl. In der Gegend um Aschlun zum Beispiel gibt es ganz tolle Olivenhaine und wirklich vorzügliches Olivenöl. Und das tunkt man in diese Gewürzmischung. Das ist Thymian mit verschiedenen Kräutern und Sesam gemischt. Und schmeckt wirklich sehr lecker. Unsere nächste Station führt uns in die Halle 22 nach Dubai. Die größte Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ich glaube, in jeder Altersgruppe findet man irgendwas in Dubai, was man machen kann. Für jede Art von Klientel, je nachdem, was einen interessiert, ist es was für die Aktivisten, die alles Sportliche machen wollen, von Skydiving bis zum Tauchen hin, also von Luft bis Erde, unter Wasser. Dann gibt es für ältere Leute, die einfach nur die Kultur, aber für jeden, der wirklich was sehen möchte, wie gesagt, Dubai bietet die Möglichkeit einfach für jeden. Es gibt von jung bis alt, von Sportinteressierte bis Kulturinteressierte. Ich habe jegliche Art von, es gibt für jeden irgendeine Möglichkeit, irgendwas Dubai-typisches bis hin zu extrem dafür, wofür Dubai ja wirklich bekannt ist, was zu erfahren und was zu erleben. Ich finde persönlich, Ramadan ist zum Beispiel die schönste Zeit im Jahr, wo viele sagen, was Ramadan? Da kann ich doch gar nichts machen. Aber gerade die Zeit ist die, wo Dubai, das ja so schnelllebig ist, einfach in gewisser Weise zur Ruhe kommt. Eine Zeit, wo ich mich zurückbesinne auf, was ist wirklich wichtig. Die Touristen haben natürlich auch die Möglichkeit, alles trotzdem zu erfahren und alles zu erleben. Es ist in gewisser Weise eingeschränkt, aber keiner muss Angst haben, dass er auf der Straße angehalten wird und in seine Schranken gewiesen wird. Und dann am Abend das zu erfahren, mit Menschen, mit den Emirates zusammenzusitzen, das Fasten zu brechen auf die traditionelle Art und Weise. Ich beginne das Fastenbrechen, das Iftar, mit einer Dattel und mit arabischem Kaffee.
Kaffee und gehe dann über in dieses Familienzusammentreffen, ist einfach eine wundervolle Erfahrung und ist wirklich für alt und jung was ein Erlebnis. Was sind so die architektonischen Highlights in Dubai? Architektonisch gibt es sogar was von, wenn ich mir Bastakia angucke, das sind noch alte Häuser, die haben noch diesen Windturm, der als Klimaanlage funktioniert hat früher. Dann gucke ich mir an, im Gegensatz dazu, den Burj Khalifa, Burj Al Arab, das sind architektonische Meisterleistungen. Früher habe ich noch in Häusern gewohnt, da hatte ich Windtürme, die mir die Klimaanlage beschert haben. Jetzt kann ich die Klimaanlage bis in den 123. Stock bringen. Und es gibt Stellen in Dubai, wo ich in Dubai bin und in dem alten Dubai bin und sehe die Skyline vom Neuen und da mischt sich das und das kreiert ein ganz besonderes Gefühl, das beides quasi in einem Moment zu sehen. Und das ist ganz toll. Wie hoch ist das höchste Gebäude? 828 Meter. Und was kann man da sehen, ganz oben? Von ganz oben, von der Plattform? Alles. Ich kann manchmal bei gutem Wetter, natürlich hängt vom Wetter ab, aber meistens scheint ja die Sonne, bis nach zu den Hatta Mountains in Richtung Oman schauen. Dann alle Emirate in jegliche Richtung und natürlich die Welt, die Palme von oben. Das Burj Al Arab kann ich in die Richtung sehen, Dubai Marina in die andere Richtung, Sharjah, Ras Al Khaimah. Es ist wundervoll von oben zu sehen und quasi die Welt einem zu Füßen liegt. Wie ist es für Strandurlauber? Wie ist da Dubai? Wundervolle Strände. Ich finde sogar noch fast unberührte, je nachdem, wo ich hinkomme. Es gibt öffentliche, viele natürlich von Hotels, die jetzt das mit dabei haben, aber es gibt auch noch öffentliche Strände und es ist wunderschöne weiße Sandstrände und türkisblaues Meer. Unsere nächste Station, die Hotelkette Group Hotel. Frau Pons, könnten Sie uns schildern, welche Hotels zu Group Hotel gehören? Ja, zu Group Hotels gehören mehrere Hotels. Wir haben insgesamt 36 Hotels. Die sind auf Mallorca, Menorca, Ibiza verteilt und wir haben auch noch zwei Hotels in Barcelona. Alle sind ab 3 Sterne bis 5 Sterne Bereich, sowie Apartmentsanlagen. Und in unseren Hotels kann man auch alle in verschiedenen Möglichkeiten reservieren, wie zum Beispiel nur Übernachtung, Frühstück, All-Inclusive-Häuser haben wir auch. Und natürlich für Sportler, da haben wir auch viele Hotels, wo auch vieles für Sportler angeboten wird. Welche sportlichen Aktivitäten bietet Mallorca allgemein? Oh, Mallorca ist so eine Insel, wo man die 12 Monate das ganze Jahr durch da Aktivitäten machen können. Deswegen haben wir auch sehr viele Gäste, die meistens von Deutschland, Österreich und der Schweiz, die zu uns kommen und besonders zum Radfahren zum Beispiel, kommen auch schon ab, wenn die Mandelblüte anfängt, das ist schon ab Mitte Januar, dann Mitte Januar bis Mitte Mai, dann sind sehr viele Radfahrer da. Group Hotel verfügt auch über zwei Zonen in Mallorca, einmal im Norden und einmal im Süden. Und da werden dann, wir haben da die Spezialisten, die Radsportler-Spezialisten wie Fred Rompelberg, ehemaliger Radsportler. Er führt das Haus unten an der Playa de Palma und er bringt uns im Jahr sehr viele Radsportler. Und im Norden arbeiten wir mit Mats Husseler auch in verschiedenen Hotels, wo er auch sehr viele Radsportler in dieser Winterzeit, sage ich mal, bis Mitte Mai dann viele Gäste zu uns bringen. Und dann natürlich auch viele Läufer. Wir haben auch Campus mit Läufen, besonders jetzt im Moment auf Mallorca, in das Group Hotel Gran Vista, ein Spa. Das ist ein sehr schönes Haus, 4-Sterne-Haus direkt in Campicafort. Da haben wir so riesige Gruppen von Läufern, die auch so ein Programm machen. Die laufen nicht nur, sonst machen sie auch ein Training im Hotel nachmittags. Und die werden über Ernährung beraten. Die kriegen Beratung eigentlich von allen. Und dann kommen auch sehr viele zum Trainieren. Natürlich das Restaurant wird auch in diesem Zeitraum sehr stark spezialisiert auf diese Läufe, auf die gesunde Ernährung und besondere Ernährung. Und das ist ein Highlight von Group Hotel Gran Vista im Momentan auf Mallorca, in Campicafort. Gibt es auch spezielle Angebote für Triathleten?
Ja, für Triathleten auch. Da auf Mallorca finden zwei Triathlons statt. Einmal im Mai und einmal im Oktober finden auch auf Mallorca statt. Und mehrere Duathlons. Und dann in den verschiedenen Hotels bieten wir auch Unterkunft für die Triathleten. Sie selbst sind ja keine Triathletin, aber Sie haben jemanden in Ihrem Team, der das macht. Können Sie uns davon ein bisschen erzählen? Ja, gut, Triathletin, da traue ich mich nicht. Eigentlich, ich jogge nur, ich bin nur Joggerin. Aber da unser Marketingleiter, Herr Fernando González, er ist so ein richtiger Triathleten. Er hat letztes Jahr zwei Triathlons mitgemacht, einmal auf Mallorca und einmal in Katalonien auch. Und er macht auch mehrere Duathlons. Er ist ein richtiger Spezialist. Ich kann es nur mit joggen. Mehr traue ich mich nicht. Dann haben Sie noch mal ein Aktivprogramm. Es heißt Grupp Hotel Natur. Können Sie uns dieses Programm noch mal schildern? Ja, Grupp Hotel Natur, das ist eine schöne Abteilung, die für uns vor circa 10 Jahren angefangen hat. Da haben wir einen Guide, einen Reiseführer. Er ist ein Mallorquiner, er heißt Massio Vicens. Und er ist, ich sage mal, der Mallorquiner, der am meisten Mallorca kennt. Und das, er arbeitet für Grupp Hotel. Und in seiner Abteilung, da sind ein paar Leute, die mit ihm durchführen. Und dann machen sie mehrere Ausflüge. Ich sage mal zum Beispiel, wenn man jemand richtig in den Puig Major steigen kann, dann kann er das mit Massio machen. Wenn jemand sagt, nee, ich komme mit meiner Familie, wir haben jetzt zwei Kinder, die sind 3 und 4, wir möchten gerne einen Ausflug machen oder wandern, aber bitte was Leichtes, weil wir kleine Kinder dabei haben, das macht er auch, der Massio. Er passt sich an jede Gruppe. Er bietet für jede Gruppe was an. Und er bietet auch alles. Da kann man auch mit Kajak was machen, mit Coastering, alles Mögliche. Mit Boot macht er auch verschiedene Ausflüge, teils mit Boot und teils dann zu Fuß. Und das werden auch in allen Hotels von Grupp Hotel wird das auch angeboten. Und wirklich, ich habe so einige Ausflüge mit Grupp Hotel Natur mitgemacht auf Mallorca. Ich war so begeistert, obwohl ich habe immer auf Mallorca gelebt, aber ich hätte nie auf die Idee gekommen, in solchen Plätzen hinzugehen, weil das ist, die Mallorquiner selber würden wir auf eigene Faust nicht entdecken. Aber das entdeckt man das mit Massio Vicens, mit Grupp Hotel Natur. Vielen Dank, danke schön.